Ja, wir setzen fort. Unsere Lesung. Es liest als erster Fluffy Bunny. Hommage an Franz Josef Wagner. Ich ziehe mich an wie ein Herumtreiber. Khakihosen, Bootsschuhe ohne Socken, ein Baumwollhemd, aufgekrempelte Ärmel. Wenn ich an Ali Schwarzer denke, dann denke ich an warmen Camembert. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich Gedanken umarmen können und schließlich lieben. Ich liebe es, wie die Italiener Schumacher aussprechen. Madonna besuchte gestern die düstere Fabrik des Todes, das KZ Sachsenhausen. Vielleicht ihr bester Auftritt in Deutschland. Ich denke, dass die Seelen Ermordeter nicht altern. Sie werden sagen, Madonna war bei uns. Wenn ich an Verona denke, dann denke ich an intensives französisches Kissen, landläufig Petting. Ich durfte mit meinen Händen nur über ihren Rücken tasten und den harten Steg ihres Büstenhalters berühren. Wolfgang Schäuble hätte ich gern über die Behindertenauffahrt zum Roten Rathaus von Berlin rollen sehen. Berlin ist Kaiser, Hitler, Honecker, Literatur, Malerei, Architektur, schwul, Drogen. Die Touristen fuhren die Spree hinunter und herauf. Oh, ah, machten ihre Gesichter auf den Decks. Ihnen verdanke ich, entdeckt zu haben, dass Brüste nicht hochgepuschte Kugeln sind, die oben aus dem Kleid quellen, sondern sanfte Erhebungen, radikal anders als der männliche Brustkorb. Eigentlich nahm ich mir vor, diesen Satz nicht zu schreiben. Ich werde rot, hasse mich, aber schreibe ihn trotzdem. Scheiß drauf, in 4 Wochen beginnt die Bundesliga. Ja, vielen Dank, Fluffy. Und jetzt bitte die erste Kritik. Ich fand das so leichtfüßig erzählt, also eine kleine Initiationsgeschichte. Deshalb hatte ich auch mit diesen erotischen oder sexistischen Bildern gar nicht so Schwierigkeiten, weil ich habe das alles als verschiedene Fantasien gelesen. Diese verschiedenen Ketten an Bildern haben mir wirklich unglaublich gut gefallen. Dieser Erzähler ist in jedem Fall ein Maniak. Also so viel ist klar. Ich weiß nicht, ob ich Hysterie sagen würde, aber für mich ist er ein Maniak, ein Besessener, von seinen Sorgen besessener. Ja, also das Folgende fällt mir jetzt schwer zu sagen, weil mein grundsätzliches Urteil im Gegensatz zu dem steht, was Sie hier alle gesagt haben. Es ist eine Typensatire in der Tradition des, ja nicht 19., sondern 18. Jahrhunderts. Es ist der nicht zum Werk kommende Autor, Zwischenstation Balduin Bählamm, so in der Art. Was er für Probleme hat, die kenne ich alle. Ich habe diesen Text in den verschiedenen Abschattungen schon oft gelesen. Und er fügt mir, das tut mir leid jetzt, nichts Neues hinzu. Da macht er einen Scheiß doch alleine! Was?